Hi, liebe Freunde und FreundInnen. War er das? Nee. War ich. Willkommen hier vor dem H&M Schaufenster in Berlin Mitte, in der alten, in der neue Schönhauser Straße, nicht weit vom Hackeschen Markt. Und ich habe mit einigen Freunden über dieses Schaufenster gesprochen, mit einigen Leuten, Gläubigen, Atheisten, keine Vogue-Atheisten, keine Vogue-Gläubigen, aber allen gemeinsam war eine gewisse Sprachlosigkeit. Eine gewisse Unfähigkeit in der Einordnung. Und es ist Zeit an dieser Stelle, es ist Zeit für eine Schweigeminute, Eine Schweigeminute angesichts des drohenden Eintritts, ja, ich will nicht sagen in die Barbarei. Wobei, es ist nichts Neues. Die SPD fordert jetzt keine menstruierenden Mülleimer. Sie fordert Mülleimer für die menstruierenden Männer. Für alle, die meine Videos sehen, die meine Podcasts hören, es ist nichts Neues. Stehen wir vor dem Eintritt in die Barbarei in Los Angeles. Die Straßenschlachten sind real, tatsächlich, wo sich ein Mensch mit Penis, sag ich mal, es sich hat nicht nehmen lassen in die Frauenumkleide des örtlichen Spaß zu gehen. Es ist Zeit für eine Schweineminute und vielleicht wissen wir danach mehr. Es ist ein in Schaufensterform gegossenes kulturwissenschaftliches Seminar einer heutigen Elite-Universität. Vielen Dank fürs Mitmachen unserer Schweigeminute. Nie vergessen, Liebe gewinnt. Noch ein schönes Fußball-EM-Finale. Bis dahin. Goodbye.